Cassie Hommels besonderer Moment mit Ex-Mats, als Eltern lebenslang gemeinsam. Seit Dezember 2022 sind Mats und Cassie Hommels geschieden. Bei einem Termin zum Schultütenbasteln für ihren gemeinsamen Sohn teilt die Moderatorin nun ein Statement zum aktuellen Verhältnis zu ihrem Ex-Mann. Am 11. Januar 2018 wurden Mats, 35, und Cassie Hommels, 36, erstmals Eltern. Die Zeit scheint seitdem wie im Flug vergangen zu sein, denn im Herbst wird ihr Sohn Ludwig, 6, eingeschult. Für ihn und seine Eltern beginnt damit ein ganz neuer Lebensabschnitt. Ein Kapitel, das die Hommels trotz ihrer Scheidung zusammen angehen wollen, wie Cassie in ihrer Instagram-Story betont. Cassie Hommels bastelt mit Ex-Mann Mats die Schultüte für Sohn Ludwig. Am Donnerstag, 27. Juni 2024, teilte die Kampf der Reality-Stars-Moderatorin ein Foto von sich, Mats und Ludwig. Während Vater und Sohn völlig vertieft in etwas zu sein schienen, lächelte Cassie zufrieden in die Handykamera. Auf dem Tisch hinter ihr ist Ludwigs Schultüte zu erkennen, die augenscheinlich an diesem Termin fertiggestellt wurde. Manche Dinge macht man als Eltern lebenslang gemeinsam. Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn, kommentierte sie das Familienfoto. Obwohl sich das Paar vor anderthalb Jahren getrennt hat, scheint es für Cassie und Mats selbstverständlich zu sein. Zu diesem wichtigen Moment im Leben ihres Sohnes als Elternpaar aufzutreten. Für seinen Sohn möchte das Ex-Paar immer zusammenhalten. Du bist das beste Kind der Welt. Für dich halten wir immer zusammen, denn du bist wichtiger als alles andere. Kündigte Cassie bereits im August 2021 via Instagram an, als Mats und sie den Kleinen zu seinem ersten Tag im Kindergarten begleiteten. Ob es zu diesem Zeitpunkt schon zwischen dem Fußballer und der Moderatorin kriselte, ist nicht bestätigt. So oder so steht Ludwig bei seiner Mutter stets an erster Stelle. Anlässlich der anstehenden Einschulung widmete sie dem Sechsjährigen rührende Zeilen bei Instagram. Ich bin die stolzeste Mama. Du wirst zu schnell groß und je älter du wirst, desto langsamer soll die Zeit vergehen.